Vielleicht wird man in der historischen Rückschau einmal den 22. Februar 2022 als den Beginn des Kalten Krieges 2.0 bezeichnen, denn das, was wir aktuell sehen in dieser Ukraine-Krise, ist nichts anderes als eine Folgewirkung des ersten Kalten Krieges mit einer Großmacht, einer Supermacht, die dann abgestiegen ist, die wieder aufsteigen will, die aber nur aufsteigen kann und nur das tun kann, was sie derzeit tut, weil eine andere Supermacht inzwischen auferstanden ist, und das ist China. Und all das zeigt uns, dass die bestehende Supermacht, die USA und der Westen, nun die beste Zeit wohl hinter sich haben und in einem Abstieg in Zeitlupe begriffen sind, wenn man so will. Und wir wollen uns jetzt mal die Ausgangslage anschauen. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für die Märkte? Das sind ja Fragen, die jetzt auf uns zukommen. Und wir wollen vielleicht einmal reflektieren, was zunächst mal der Kalte Krieg war. Der erste Kalte Krieg 1947 bis 1989 endete ja im Prinzip mit der Implosion der Sowjetunion. Hier sehen wir die Einflusszone, respektive das, was faktisch eben diesen Kalten Krieg dominiert hat, wer wo auf welcher Seite gestanden ist. Im Grunde ist das bis auf eben die NATO-Osterweiterung immer noch so. Baltikum, Polen etc. sind auf Seiten jetzt des Westens. Viel unklarer ist etwa die Situation bei Ungarn zum Beispiel. Die waren vorher eben auch im Block der Sowjetunion. Jetzt haben die durchaus große Sympathien mit den Russen, vor allem mit China. Also das wird noch ein ganz heißes Ding. Und China hat da noch keine wirkliche Rolle gespielt, ist dann aufgestiegen. Und dass jetzt das passiert, was passiert, kann eben nur durch China mit erklärt werden und durch diesen Aufstieg. Als dann die Sowjetunion implodierte, 1989 folgende, und praktisch nicht mehr ernst zu nehmen war, kein ernstzunehmender Machtfaktor mehr war, hat Francis Fukuyama das Buch Das Ende der Geschichte geschrieben, 92 erschienen, basierte aber auf einem Aufsatz aus dem Jahr 1989, also dem Jahr, als letztendlich der Kalte Krieg endete, als dann die deutsche Wiedervereinigung kam, als dann die NATO-Osterweiterung kam, die absteigende Supermacht sich immer bedrängter fühlte, innerlich zerrissen war, und dann eben diese Siegesschrift des Westens, wenn man so will, das Siegesmanifest der Amerikaner, Francis Fukuyama, der meinte, also es gibt eine überlegene Staats- und Gesellschaftsform, und dass jetzt der Westen sich durchgesetzt hat, zeigt die Überlegenheit dieser Staats- und Gesellschaftsform. Und jetzt erkennen wir aber, dass die liberale Demokratie, wie sie amerikanischer Prägung hier von Fukuyama gesehen wurde, dass die offenkundig doch nicht so überlegen ist, denn diejenigen, die jetzt in Konkurrenz zum Westen treten, die auf der anderen Seite des Kalten Krieges 2.0 stehen, die haben autoritäre Systeme, nicht liberale Systeme, und deren Systeme basieren nicht auf dem Recht des einzelnen Individuums, sondern auf der Stärke des Kollektivs. Und das ist das, was vielleicht im Westen nicht verstanden wird, dass wir selbst, wir der Westen, ein Sonderweg sind mit unserem Individualismus, mit unseren Freiheitsrechten, mit all diesen Dingen, die historisch gesehen der absolute Ausnahmefall sind. Den halten wir natürlich für normal und sagen, das muss die ganze Welt akzeptieren. Aber auch in prähistorischen Gesellschaften sehen wir, dass die Gesellschaftsstruktur immer kollektiv organisiert war. Wir sind also die Ausnahme, und das ist eine Stärke und eine Schwäche zugleich. Wir sollten versuchen, die Stärken zu nutzen, die sich daraus ergeben, denn wir können und wollen nicht diese anderen Systeme letztendlich übernehmen, wenngleich das Gift schon deutlich bei uns angekommen ist. Wir sind auf dem Weg auch zu weniger liberaler Demokratie, so viel scheint jedenfalls klar. Hier gestern Putin mit den Aussagen, die vor allem die Ukraine als Marionettenstaat auch charakterisiert haben. Und naja, die Ukraine ist schon ein Failed State in gewisser Weise, mit da irgendwelchen Oligarchen, die lange Zeit das Sagen hatten. Es gibt dort eine Zivilgesellschaft, die vor allem in Kiew, in Lemberg etc. pro-westlich ist, die durchaus eben diesen westlichen Lebensstandard haben will, aber auch vielleicht die Freiheitsrechte, die geistigen Freiheitsrechte. Jedenfalls hat Putin gesagt, also die Ukraine ist durch die damalige Sowjetunion geschaffen, ist im Prinzip russisches Land, damit meint er vor allem die Ostukraine. Also die Dinge
Die sind hier klar formuliert worden durch Putin. Jetzt hat das Außenministerium Russlands gesagt, also wir müssen jetzt mal gucken, wo überhaupt die Grenze ist. Das jetzt zur Ukraine, das wird eine ganz heiße Geschichte. Und jetzt scheint man sich eben bisher auf die Donbass-Region fokussiert zu haben, also nicht weiterzugehen. Die Amerikaner haben ja gesagt, ja, die wollen Kiew einnehmen etc. Das halte ich für unwahrscheinlich. Jetzt ist aber die Frage, wenn die so einander nahe aneinander rücken, nämlich die Ukraine respektive jetzt diese Annexion, die natürlich völkerrechtswidrig ist, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist jetzt eben die große Frage. Und hier sehen wir mal den Lebensstandard der Russen bis zum Jahr 2014. Dann ja die Annexion der Krim, dann der Lebensstandard gesunken. Das ist auch ein Teil der Unzufriedenheit der Russen, die aber offenkundig bereit sind, diese Sanktionen zu schlucken. Werden wir eine ähnliche Reaktion des Westens sehen wie 2014, das waren ja schon Sanktionen, aber jetzt nicht der ganz, ganz große Hammer. Und manches deutet darauf hin, dazu gleich, dass da auch diesmal der große Hammer nicht kommt. Insgesamt muss man sagen, dass russische Truppen im Donbass schon seit 2014 sind, nur nicht so offiziell, nur nicht wie jetzt mit Luftwaffenunterstützung etc. Und die entscheidende Frage ist jetzt, wie verhalten sich eigentlich die Chinesen? Offiziell sagen die, die Konfliktparteien sollten doch die Ruhe bewahren und so weiter und so fort. Man tut also, als wäre man neutral, als würde man sich da raushalten. Aber sehr viel deutet darauf hin, dass das natürlich nicht der Fall ist. Putin war ja zu Beginn der Olympischen Spiele bei Xi Jinping in Peking. Und da hat man nicht nur neue Gaslieferungen vereinbart, sondern da wird sich Putin auch faktisch das Go von Xi Jinping geholt haben, dass er den Donbass wieder heimholen kann, in Anführungszeichen. Das wird nicht ohne Billigung der Chinesen passiert sein. Die EU ahnt und weiß das. Hier sieht man eben, dass die immer enger zusammenarbeiten und dass das sicherlich nicht ohne Abstimmung der Chinesen passiert ist. Und das bedeutet, wenn wir das Ganze wieder mal auf das Historische anwenden, die Amerikaner haben es damals geschafft, die Sowjetunion zu isolieren, unter anderem dadurch, dass man zum Beispiel auch den Kontakt zu dem aufsteigenden China damals aufgenommen hat, paradoxerweise unter Nixon. Jetzt ist es so, dass letztendlich diese gebündelte Macht, die vor allem von China ausgehend nicht nur militärisch, sondern vor allem ökonomisch ist, während Russland eben auf den Rohstoffen sitzt, zwar ökonomisch ein Zwerg ist, aber auf den Rohstoffen sitzt und eben ein durchaus bedeutendes Militär hat. Und jetzt entsteht für die Amerikaner eine Situation, in der sie selber innerlich zerrissen sind ein Stück weit. Trump hat ja diesen Konflikt mit China geahnt, er ist ein Instinktmensch und hat hier den Finger in die Wunde gelegt. Sein Problem war, dass er seinen Verbündeten im Prinzip gegen das Schienbein getreten hat. Wenn ich aber auf dem Schulhof bin und da kommt einer, der ähnlich stark ist wie ich bin aber bisher der Platzhirsch auf dem Schulhof, dann sorge ich doch dafür, dass ich meine Verbündeten an der Seite behalte, statt ihnen wie Trump vors Schienbein zu treten und ihnen sagt, ja, jetzt bezahlt erstmal eure Rechnungen, die wir euch jetzt mal ganz neu ausstellen. Das war natürlich im Prinzip der grobe Fehler, den Trump gemacht hat. Biden macht diesen Fehler nicht, aber Biden ist schwach. Biden ist nicht auf der Höhe. Jetzt hat man das Gefühl, also da ist wirklich nicht gerade jetzt ein Symbol der Stärke an der Macht, auch nicht mit Kamala Harris, die ja mehr oder weniger ein Totalausfall ist. Das hatten sich die Demokraten anders erhofft. Hier nochmal das Statement von Biden. Da ist die Rede von Sanktionen, aber wie fallen diese Sanktionen aus? Und vieles deutet darauf hin. Also erstmal ist klar, dass wir heute mitgeteilt bekommen, wie diese Sanktionen sind. Das deuten Berichte aus den USA, aus Großbritannien und auch aus der EU an. Heute in wenigen Minuten wohl wird man sich treffen, wird darüber beraten, welche Sanktionen man trifft. Aber es sickert schon ein bisschen durch, dass dann eben Sanktionen gegen die Verteidigungsindustrie Russlands, gegen Öl- und Gasfirmen, gegen Finanzinstitutionen und Banken, Chemiefirmen etc. Und aus der EU, aus EU-Kreisen heißt es, dass man Limited Sanctions praktisch, also limitierte Sanktionen erstmal hier geben wird, eben gegen bestimmte Individuen, dass man hier praktisch diesen Donbass gegen die jetzt sozusagen eingegliedert werden soll nach Russland, dass man die praktisch boykottiert, dass man hier sanktioniert etc. Aber das alles sind ja Sanktionchen. Wahrscheinlich wird man die mit großem Trara
hier verkünden und sagen, guckst du, aber faktisch ist das natürlich ein laues Lüftchen, wenn es so kommt, wie es hier beschrieben ist, nicht die Rede ist etwa von der Abkoppelung russischer Banken von SWIFT etc., der Abkoppelung Russlands vom Dollar. Das wäre die nukleare Option, ist allerdings natürlich die letzte Eskalationsstufe, die dann auch dem Westen selbst sehr wehtut. Und das Problem ist, und das zeigt ja schon praktisch unsere Geldpolitik der letzten Jahre seit der Finanzkrise, wir sind nicht bereit, uns selbst weh zu tun. Insofern können wir anderen auch nicht wirklich wehtun. Das ist das große Problem und deswegen spricht vieles dafür, dass die Dinge so laufen, wie es sich hier andeutet. Selbst Robert Kagan, ein Vertreter der US-Superpower, schreibt jetzt hier, also wir müssen uns an die Wahrscheinlichkeit jetzt gewöhnen, dass sozusagen die NATO ihre östliche Flanke nicht wird verteidigen können, ernsthaft gegen Russland, und dass letztendlich China eben Ostasien kontrolliert und Russland Osteuropa, zumindest die östlichen Teile Osteuropas kontrolliert. Auch das zeigt schon, dass die Amerikaner spüren, dass sie hier einen Machtverlust erleiden, dass die Zeit der absoluten Superpower vorbei ist. Wie gesagt, Trump wusste das, hat nochmal versucht, den aufkommenden starken zweiten Jungen auf dem Schulhof runterzudrücken, dabei aber, wie gesagt, seine Verbündeten gleich mitgehauen, und das war natürlich nicht jetzt das, was hier sinnvoll war, und jetzt sind die Amerikaner inzwischen in einer schwächeren Position. Jetzt kommen wir mal zu den Reaktionen auf die Märkte. Wir sehen Gold über 1900 Dollar gestiegen. Wir sehen, dass russische Aktien schwer unter Druck sind, auch heute wieder, nachdem es gestern runterging. Jetzt ist die Frage, wie hart sind die Sanktionen? Sanktionchen vielleicht, das werden wir sehen. Jedenfalls durch diese ganze Geschichte, und das ist vielleicht eine gute Nachricht für die Bullen, sind die Rate Hike Odds gefallen, also die Wahrscheinlichkeit, wie die Fed die Zinsen anheben wird, also 9 aufeinanderfolgende Zinsanhebungen, Rest in Peace, praktisch die Trauerrede auf diesen Gedanken, das könnte ein Asset für die Bullen sein. Und insgesamt muss man ja sagen, wie Jim Bianco das hier auf den Punkt bringt, in Replik auf Garry Kasparov, den ehemaligen Schachweltmeister, der sagt, ja, also der Westen zeigt sich wieder nicht gerade von seiner starken Seite. Man hat damals auch die Landung auf der Krim als unautorisierte Landung bezeichnet, statt eben hier etwas schärfer zu agieren. Und Jim Bianco sagt auch, also wenn jetzt die Märkte wirklich davon ausgehen würden, dass der Westen es richtig ernst meint und sich selbst auch bereit wäre, weh zu tun, etwa durch Dinge wie Abkoppelung vom SWIFT-System, dann würden die Märkte ganz anders reagieren, dann wären wir viel, viel tiefer. Also geht auch der Markt davon aus, dass wir da eher ein laues Lüftchen sehen, aber wir müssen damit rechnen, wie JP Morgan sagt, dass Ölpreise dauerhaft hoch bleiben. Die Frage ist, wie geht es mit der Energieversorgung Europas durch Russland weiter? Aber da ist natürlich die Gefahr absolut dauerhaft hoher Energiepreise. Wenn wir jetzt nochmal zu den Märkten kommen, bei the Invasion, die letzten Großereignisse im politischen Bereich, etwa Ausbruch des Golfkrieges, Ausbruch des Irakkrieges, hier dann die Krimkrise, da sind die Märkte dann immer nach einem kurzen Dip nach unten dann gestiegen, mit Ausnahme hier beim Afghanistan-Krieg, da ging es auch erst nach oben, dann allerdings nach unten. Also by the invasion, könnte man fast zynisch sagen, ist wirklich zynisch, aber it is wie it is. Hier sehen wir mal eine skeptische Einschätzung für die Märkte von BTIG, die sagen, ja, also das sieht uns nach einer abgeschlossenen Top-Formation aus. Jetzt könnte dieser Bereich 4222 im S&P 500, der im Januar der Boden war, der könnte nochmal halten. Aber insgesamt sehen wir hier diese sogenannte Wyckoff Distribution, also praktisch das Geld geht von starken in schwache Hände. Passiert das jetzt oder sehen wir irgendwie eine Erleichterungswelle, weil dann die Märkte erkennen, diese Sanktionchen, die sind Sanktionchen. Jedenfalls sehen wir, dass vor allem die Amis viel zu verlieren haben. Der Margin Debt ist enorm. Hier mal der Vergleich Margin Debt to GDP, also praktisch die Hebelung in den Depots der Amerikaner in Relation zum BIP absolut nach oben geschossen. Das kann, wenn es dumm läuft, wenn dann doch etwa extrem scharfe Maßnahmen getroffen werden würden, dazu führen, dass eben hier die Dominosteine umkippen. Und sehen wir mal, die Amerikaner haben im Grunde am meisten zu verlieren. Sie haben eine wahnsinnige Blase sich aufgeblasen an ihrem Aktienmarkt. Hier sehen wir mal eben
die Entwicklung des S&P 500 seit 1979, 2558%. Die Gewinne der Unternehmen sind um 357% gestiegen. Also hier sehen wir diese heiße Luft, die eben praktisch eine Art Supermachtbonus ist. Das gilt auch für den amerikanischen Immobilienmarkt, dessen, wo die Hauspreise massiv gestiegen sind, die Amerikaner dann schön praktisch das Haus als Kreditkarte nutzen, sich eben praktisch über den Gegenwert ihres Hauses neue Kredite besorgen können. Wenn das mal ins Rutschen kommt, meine Damen und Herren, dann ist das, das wird irgendwann ins Rutschen kommen. Es ist die Frage, wann. Es wird wahrscheinlich noch dauern, aber irgendwann wird diese aufgeblasene Struktur sich nicht mehr halten können, wenn eben klar wird, dass die Amerikaner nicht mehr der ganz große, starke, dominierende Junge auf dem Schulhof sind. S&P 500 und Nasdaq war die Angst vor dem Wochenende begründet. Ein Artikel von gestern, noch vor der Invasion. Aber es werden hier so grundlegende Dinge angesprochen. Das Big Picture angesprochen, dass ich Ihnen von ganzem Herzen diesen Artikel anempfehle. Unter dem Video verlinkt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Märkte heute laufen. Schauen Sie rein bei finanzmarktwelt.de. Da alles Aktuelles, Hintergründiges und auch teilweise mal vielleicht ein bisschen Kritisches. Schauen wir mal. Ich wünsche das Allerbeste. Servus und ciao.